Thomas Forschbach von Werde Musiker, herzlich willkommen zum vorletzten Teil von Für Elise. Und zwar, eigentlich ist es der letzte. Ich zeige dir heute den letzten Abschnitt, den einzigen Abschnitt, den du noch nicht kennst. Es wird trotzdem noch ein Video geben, wo ich alles zusammenbringe, damit du weißt, wie das Stück jetzt genau in welcher Reihenfolge gespielt wird. Ich habe die Videos ja zumindest seit Video 5 in der Schwierigkeit sortiert. Und genau, also ich glaube, wenn du das bisher gemeistert hast, wirst du heute auch sehr gut damit klarkommen. Noch eine Sache, ich bin mir sicher, entweder hast du ihn schon oder dich interessiert er nicht, weil er für Anfänger ist, mein Piano-Crash-Kurs. Neuerdings versende ich allerdings nach Abschluss des Kurses auch ungefähr einmal pro Woche weitere Infos, weitere Tipps, Videos, die nicht bei YouTube sind. Deswegen lege ich ihn dir auch jetzt noch sehr ans Herz. Mein Piano-Crash-Kurs unten in der Videobeschreibung ist der Link. Wenn du am Handy bist, musst du die, glaube ich, kurz aufklappen. Ja, und dann sehen wir uns da wieder. Würde mich sehr freuen. Jetzt viel Spaß mit Für Elise Teil 8. Ich spiele dir den Teil zuerst einmal langsam vor. Dann kommt der Teil aus Video 5, den du schon kennst. So, aber den lassen wir heute außen vor. Im nächsten Video werde ich dir dann nochmal alle Teile, alle Videos zusammenbringen, in welcher Reihenfolge das gespielt wird. Heute geht es um den Teil, den ich dir gerade gezeigt habe. Ja, und sehr auffällig, sehr markant für diesen Teil ist hier die linke Hand. Sinnvoller wäre hier der Fingersatz die ganze Zeit, auch wenn immer nur ein Ton gespielt wird, zumindest zum großen Teil. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ja, Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen. Ganz einfach aus dem Grund, weil man das viel schneller spielen kann, theoretisch. Ne? Also diese Finger abwechselnd auf einer Taste lassen sich schneller spielen als dieser eine Finger, ohne dass er irgendwann verkrampft. Zugegeben, ich komme aus der Popmusik und da bin ich halt eher mir den Daumen gewöhnt. Deswegen spiele ich das. Ich rate dir aber, wenn du das einübst, das mit diesem Finger einzuüben. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Ja. Okay, diesen Teil teile ich dann heute auch wieder in mehrere Teile auf. Ein großer Teil wird wiederholt. Zumindest. Ja, oder man kann dieses Gesamte heute in zwei Teile wieder aufteilen und die unterteile ich jeweils in drei Teile. Okay, starten wir mit dem ersten Teil des ersten Teils. Da hat die linke Hand wirklich keinen anderen Ton zu spielen als hier das A im Bass. Und von der Betonung ist das, ich versuche sie hier auch mit den Fingern direkt zu zeigen. Also Fingersatz ja 3, 2, 1. Das sind die Fingernummern, wie ich sie hier nenne. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ja, auch von der Betonung her. Bam, 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 bam. Beziehungsweise der allererste Ton hat immer noch am meisten Betonung. Bam, 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 bam. Ja, das ist die erste Übung auch. Insgesamt haben wir hier 5 Takte. Mit 6 A's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist ein Takt. Ja, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 2, 3, 5, 5, 2, 3, 4. Ja, 5 mal 6 A's. Im ersten Takt, oder beziehungsweise ich spiele jetzt die Melodie vor.
Der erste Ton, der hier noch im ersten Takt gespielt wird, ist halt der letzte Ton von dem Thema davor. Ne? Bam, 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 bam. Und da ist halt noch dieses A. So, jetzt kommt die rechte Hand. Im zweiten Takt dann dieser Akkord. Also ist ein verminderter Akkord, E vermindert. Der Töne E, G, B, Cis. Auch mit diesem Fingersatz hier. 1, 2, 3, 4. Achtung, der nächste Akkord ist ein D-Moll-Akkord. F, A, D. Dann das hier ist Cis und E zusammen. Mit dem Finger 2 und 4. Achtung, dann mit den Fingern 3, 5, D und F. Und das wird nochmal angeschlagen, D, F. Und dann mit dem Gis nochmal das gleiche anschlagen. Und anschließend A-Moll mit den Tönen A, C und E. Mit den Fingern 1, 2 und 4. So, zusammen sieht das Ganze so aus oder klingt das Ganze so. Ja, nochmal. So, wenn ich jetzt beide Hände zusammenbringe, ja. Okay, das gilt es zu üben. Halt natürlich bitte die rechte Hand erst alleine und dann beide Hände zusammen. Okay, kommen wir zum nächsten Teil. Ein etwas kleinerer Abschnitt. Ja, erstmal nur das. Also die Töne D und F. So, Achtung, beides, jetzt ein Ton nach unten, eine weiße Taste, E und C, noch eins runter, D und H und dann der Akkord. Ja, das ist auch wieder ein verminderter, C, Fis und A. Das sind die Töne, ach so. Ja, so wird das betont. Ja, und die linke Hand bekommt jetzt mehr zu tun, beziehungsweise wir machen den nächsten Teil noch mit der rechten Hand. Also das ist der erste Überabschnitt der rechten Hand. Und anschließend kommt der Teil der rechten Hand. Ja, also wir haben ja hiervor mit dem Akkord C, Fis und A aufgehört. Der wird neu angeschlagen, allerdings ohne das Fis. Also so. So, zweimal sogar. Da den Finger wechseln, hier vom fünften Finger auf den vierten beim zweiten. Damit man hier mit dem kleinen Finger das C und mit dem Zeigefinger das E anschlagen kann. Und dann D und H und C und A. So, ich spiele das nochmal langsam vor. Normal. Und alles gleichmäßig. Ja, also da ist kein Ton länger als der andere im gleichen Abstand. Ja, das ist der nächste Überabschnitt. Und wenn du das kannst, natürlich dann den mit dem vorherigen Teil zusammen. So, jetzt kommt die linke Hand dieser beiden Abschnitte. Ja, das machen wir mit beiden, weil es auch eine logische Figur zu erkennen gibt. Das A spielt nicht mehr alleine wie davor, sondern jetzt kommt
der jetzt muss der Daumen alleine spielen, weil jetzt der kleine Finger im ersten Takt das D dazu nimmt. Ja, das war der erste Takt. Achtung, jetzt kommt der zweite Takt. Jetzt spielt der vierte Finger hier das Dis. Dann im dritten Takt spielt der dritte Finger hier viermal das E. Und anschließend nimmt dann der Daumen hier das Gis. Der wechselt für zwei Töne. Und letzter Takt, die Oktave A und A, aber nur beim ersten Ton, weil danach das A wieder alleine angeschlagen wird. Sechsmal. Ja, also nochmal langsam. Das sind die Töne. Unten das D sechsmal, Dis sechsmal, E viermal, Gis zweimal und A in der Oktave und dann alleine. Okay. Wenn du das auch geübt hast, ja, das ist der nächste Überabschnitt, kannst du beide Hände zusammenüben. Okay, und wenn du das geübt hast und perfekt spielen kannst, dann kannst du den ersten Teil und den zweiten Teil zusammen üben. Okay, und wenn du das gemacht hast, kannst du weitermachen. Also jetzt kommt quasi der zweite Teil des großen Teils. Wir starten mit einer Wiederholung und zwar wieder dieser, also wir fangen eigentlich wieder von 9 an. Das ist alles noch, ja, also das kennst du schon. Und was jetzt kommt, weicht schon kurz ab. Wir hatten beim ersten Mal diesen. Und jetzt in diesem Teil ist es nur noch, ja, ohne das Gis. Wird D und F angeschlagen. Und zwar dreimal. Im ersten Teil hatten wir das so. Und in diesem Teil ist es und die linke Hand spielt jetzt von den 5 Takten A, die wir vorhin hatten, nur noch 3 Takte A. Und im vierten Takt wechselt sie auf das B, ja, für einen Takt, ja. Diesen Teil ist jetzt 4 Takte lang, ich spiele ihn dir einmal komplett langsam vor. Ja, also, das Spannende daran ist, tatsächlich der Wechsel in der linken Hand im letzten Takt auf dem B. Und dafür bleiben hier in der rechten Hand die Töne D und E. Also noch einmal. Ja, übrigens auch spannend musikalisch von der Komposition hier auf das B-Dur zu gehen. Ja, das ist B-Dur, B, D und F. Okay, das ist der nächste Überabschnitt. Wenn du den geübt hast, kommt jetzt, ja, der letzte Abschnitt. Das ist folgender in der rechten Hand. Nochmal, Entschuldigung. Fertig. Ich teile das auch nochmal in zwei kleinere Teile auf. Erstmal haben wir hier G und S. Und ja, jetzt geht es auch in diesem Tonabstand runter. Achtung, also den hatten wir. Jetzt kommt
F und D. Dann kommt S und C. Dann kommt der Akkord B-Dur mit den Tönen B, F, D, F und B, Entschuldigung. Okay, nur mal bis dahin. Ja, das ist der nächste Überabschnitt. Wenn du das geübt hast, geht's weiter in der rechten Hand mit. Ja, pass auf, das ist erstmal der D-Moll-Akkord. D, F und A. Dann kommt das hier. Ja, mit dem Basston, den wir später dazu nehmen, ist das ein H-Moll-6-Akkord. D, Fis und G. Ja, also vom Akkord, wir hatten hier diesen hier. Und das D bleibt liegen und die oberen beiden wechseln sich so. Achtung. Ja. Klingt ein bisschen schräg zuerst, aber später im Kontext wird es gut klingen. So, dann wechselt im nächsten nur noch hier dieser eine Ton, nicht mehr das Fis, sondern das E mit dem Zeigefinger. Und das E bleibt jetzt liegen. Die äußeren beiden Töne gehen jeweils nach außen auf. Diesen Akkord, A-Moll ist das, C, E und A und zum Schluss E und H, das wird gleich ein E-Dur-Akkord, die Dominante, ja, E und H. Also nochmal, auch im Rhythmus. Ja, ich zeige es dir noch einmal. Okay, und den ganzen Teil zusammen. Okay, jetzt kommt die linke Hand dazu. Ja, sie spielt nur einen Ton bis auf den allerletzten Ton. Da werden zwei Töne gespielt. Und zwar ist das hier im ersten Takt B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, im zweiten Takt auch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, im dritten Takt ein Halbton höher auf das H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, danach das C und danach im Takt E und Gis. Nämlich das zusammen hier oben mit dem E und dem H ist ein E-Dur-Akkord. Ja, nochmal, also B, 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 H, C, E und Gis. Okay, wunderbar. Wenn du das spielen kannst, wieder beide Hände zusammen, ja, entscheide bitte selbst, ob du da jetzt direkt hier diese ganzen fünf Takte mit beiden Händen spielst oder das auch erstmal in zwei und danach in drei Takte aufteilst für deine Wiederholung. Zur Sicherheit lieber immer kleinere Überabschnitte, ja, dann wäre der erste. Nur das. Nochmal. Entschuldigung. Ja, übrigens auch nochmal vom Rhythmus. Der hier wird über vier Töne unten gespielt, also 1, 2, 3, 4. Jetzt gleichzeitig beide Hände. Dann wird der nächste wieder über vier Töne in der linken Hand. 1, 2, 3, 4. Der über 2. 1, 2. Ja. Okay, das ist dieser Überabschnitt. Wenn du den kannst, dann geht es weiter. Der linken Hand dann auf das H.
Übrigens auch wieder hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Und dann, der wird nur einmal angeschlagen. Und der auch nur einmal im Takt jeweils. Okay, und halt der ganze Überabschnitt, komplett der große Teil wäre dann. Entschuldigung. Und halt danach. Okay, aber dazu später mehr. Okay. Das, ja, das war eigentlich jetzt der ganze Teil. Mit beiden Händen in insgesamt, ja, sagen wir mal, vier große Abschnitte. Im nächsten Video werde ich dann nochmal alle Teile zusammenbringen. Ja, nochmal aus allen, ich glaube, 8 Videos sind das jetzt, werde ich dir nochmal genauer zeigen, wann wird was gespielt. Ja, zu heute nochmal, ich habe es ja ganz am Anfang einmal durchgespielt, schau da sonst nochmal nach, wenn du dir nicht ganz sicher bist, wie das jetzt heute im Ablauf war. Gut, ansonsten dir viel Spaß damit und ja, ich kann dir eigentlich schon gratulieren, nämlich wenn du das heute spielen kannst, kannst du auf jeden Fall das ganze Stück schon spielen, nur die Reihenfolge muss halt noch, beim nächsten Mal bringen wir einfach alles zusammen. Okay, also, herzlichen Glückwunsch, super cool, also übrigens, das ist wirklich alles andere als für Anfänger jetzt gedacht in dieser Form. Und wenn du es als Anfänger geschafft hast, ist das eine riesige Leistung. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen, viel Spaß mit viel Elisa und ich hoffe, wir sehen uns in ganz vielen Videos noch wieder. Bis dahin.